Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein Haul-Video und ihr könnt das schon sehen, das ist Papier vom Action. Und zwar war ich gestern in Letzehoe. In einer Facebook-Gruppe wurde ja geschrieben, dass es da auch die Stanzen gibt. Und da wollte ich die unbedingt auch mal bekommen. Letztes Jahr hatte ich da irgendwie nicht so viel Glück. Und wollte euch jetzt einfach mal zeigen, was ich mir beim Action alles ausgesucht habe. Und die großen Blöcke, hier sind also 12x12 Inch, die sind mir mal... Also es ist schön, dass man die hat, aber die benutze ich persönlich relativ wenig. Trotzdem habe ich welche mitgenommen, wie ihr seht. Diesen hier. Wir blättern einfach nur mal ganz zügig durch. Den muss ich so machen wegen dem Licht. Einfach nur mal so. Der ist ein bisschen blumig, hat aber auch noch anderes Papier da drin. Genau. Der eine oder andere sagt, oh, ist das schnell, aber es gibt so viele Haul-Videos von Action und ich denke, das sprengt auch den Rahmen, wenn ich jetzt jeden Block hier 10 Minuten zeigen würde. Das ist ein Block, der sehr blumig ist, aber den fand ich so schön. Wenn ihr euch mal das Motiv hier so anschaut, jetzt nicht jede Seite, aber das ist so schön und das mit dem Wasser... auf Wasserbasis, so aquarellmäßig. Dieser ist auch für Frühling total schön. Mit Federn, hier wieder mit Aquarell. Ja, und dann wiederholt er sich ja. Ne? So, davon habe ich immer einmal mitgenommen, weil ich langsam nicht mehr weiß, wo mit dem ganzen Papier. Ja, und bin mit einer großen Tüte Papier rausgegangen. Das, ja, was soll's. Ja, also diesen, den hatte ich schon bei Kollegen gesehen, die den gekauft hatten beim Action und der war auch ein paar Mal da und ich hatte mir jetzt den einen mitgenommen. Und einfach nur mal kurz auch einen Durchlauf hier, welche Motive. Weiß aber noch gar nicht, wofür ich den verwende. So, dann habe ich mir auch diesen hier ausgesucht. Da kann man vielleicht das erkennen, da ist immer eine Seite auch mit Glitzer, Pastelli und dann mit Glitzer halt. Also mit so Lack, Metallic, so nicht Glitzer, kommen erst nachher. Das ist, finde ich schön, dass es nur einseitig bedruckt ist. Dann hat man eine Chance, das auch wirklich für Karten oder Mini-Alben zu nutzen, ohne zu fragen, welche Seite nehme ich denn jetzt. Also es ist immer eine Seite mit so einem... mit diesem Metallic, ich hoffe, das kann man sehen. Und eine Seite halt ohne, das gleiche Motiv, aber ohne. Und dieses hier finde ich schon ganz schön. Auch sehr schön. Ja, und das dann nochmal. Okay. Dann haben wir den, der ist ein bisschen bunter, wie ihr sehen könnt. Aber auch wieder einmal mit Metallic und einmal normal. So, hier ist wieder Metallic und das ist ohne. Kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, ne? Blumig, ananasig. Dieses hier werde ich auf jeden Fall benutzen, das ist klar. Das ist auch super schön in beiden Varianten. Und so. Den habe ich zweimal. Das ist der einzige Block, den ich dann zweimal genommen habe, weil, seht ihr, das habe ich schon eben benutzt für eine Karte als Hintergrund, eine frühlingshafte Karte. Und wenn ihr das mal seht, das ist so. Nee, da muss ich es so machen. Zauberhaft, oder? Total schön. Schön frische Farben. Also das finde ich schön, das finde ich auch so schön. Zur Not, diese Seite geht auch, die ist klasse. Wenn man jetzt das Blumige nicht so mag, ich würde dann auch dies nehmen. Das finde ich total toll, diese Abstimmung mit den Farben. Mit Regenschirm habe ich noch keine. Zur Not würde auch die Seite gehen, schwarz-weiß. Obwohl die Seite auch schön ist, mag ich auch. Okay. Ja, aber das ist okay, das ist wieder okay. Anker. Ja, und das zweimal halt, ne? So, das waren die großen Blöcke. Jetzt zeige ich euch
die ich noch bekommen habe, die Stanzen. Einmal diese hier. Den Stern habe ich bekommen. So blumig rund so. Dann habe ich nochmal viereckig da bekommen. Und die Kreise, die Herzen und die Takes leider nicht. Es war auch nur das einmal da und dann waren von zwei oder drei nochmal zwei Exemplare dabei. Also ich habe wirklich nur dieses einmal genommen. Mehr brauche ich ja auch nicht. Okay. Ja, die habe ich jetzt neu entdeckt. Sowas ähnliches gab es ja schon mal. Dann brauchte ich unbedingt diese durchsichtigen, dass ich da Sachen halt reinpacken kann. Was ich toll finde an dieser Variante ist, dass hier hinten auch noch eine kleine Tasche ist, ein kleines Fach ist, 39 Cent eine. Ich habe jetzt alle Preise natürlich nicht im Kopf und den Zettel auch nicht hier, aber wir kommen ja vorwärts. Diese Gläser, davon habe ich einmal diese Farbe und einmal die. Hätte ich natürlich auch wahnsinnig viel mehr mitnehmen können, aber die zwei müssen halt reichen. Ich kann nicht immer alles 20 Mal kaufen, wenn ich es eventuell mal benutzen soll, aber die zwei mussten mit, weil in Bronze oder wie man das nennt, habe ich es halt noch nicht und in Pink habe ich es auch noch nie gesehen. Die zwei sind mitgekommen und dann habe ich mir noch mal ein bisschen Band dazu geholt. Diese drei Packungen kann man auch immer gebrauchen, also ich. Dann wollte ich auch mal mit den Notizblöcken anfangen, die zu dekorieren und habe die gefunden, war ich ganz glücklich drüber. In Schwarz habe ich sie nicht bekommen, aber in Grau finde ich ganz schön und auch in Kraft. Die werden dann ein bisschen aufgepimpt und das mit diesem Band. Also ich habe mir die größer vorgestellt, aber ich habe dann nochmal nachgefragt gehabt und dann nochmal genauer geguckt. Die waren echt nur so hintereinander, ganz versteckt lagen die da, aber gefunden. Freue ich mich auch schon drauf. Dann habe ich mir ein paar Holzklammern gekauft. Die sind ein bisschen breiter und die etwas schmaler, waren noch kleinere. Aber kleinere habe ich ganz, ganz viele. Aber ich wollte gerne etwas größer und eben diese Größe ist ideal für die Projekte, die ich vorhabe. Das kommt mal in einem späteren Video. Da habe ich schon angefangen und bin davon mega begeistert, was das wird. Das zeige ich euch aber im extra Video mal. So. Dann habe ich mir Sekundenkleber nochmal besorgt. Diese waren auch neu. Ich habe immer keine Lust, mit die selber zu drehen. Ich habe, glaube ich, auch so eine Stanze. Aus Papier kann man das machen. Diese Hüte habe ich halt nicht, diese Verschlüsse. Und ich weiß gar nicht, die waren nicht so teuer. Und dann habe ich gedacht, dann nimmst du die in den Farben, die du am meisten benutzt, halt mit. So. Dann habe ich bei irgendjemandem mal gesehen, dass man auch die gut verwenden kann für, also auf eine Karte drauf zu machen oder ja, als Anhänger vielleicht. Und da habe ich dann zweimal mitgenommen. Dann aber Perlen, die so ein bisschen, ja, so ein bisschen beschichtet sind. Ja, muss ich auch gucken, was ich damit basteln möchte. Weiß ich auch noch nicht. So, und machen wir wieder ein bisschen Platz. Dann habe ich hier nochmal Augen mitgenommen. Wackelaugen und auch mal die in bunt. Die fand ich eigentlich auch gar nicht. Finde ich auch witzig. Mit denen arbeite ich unheimlich gerne. Sehe gerade, da ist sogar nur weiß dabei. Die beiden Packungen habe ich so auch noch nicht. Dauert auch, bis man dann den ganzen Faden runter hat. Da sind 8 Meter drauf. Aber ich mag dieses Weiß mit Farbe abwechselnd total gerne. Und dann habe ich mir noch ein paar Bänder mitgenommen, aber nur, weil sie da waren. Also, weil ich sie gesehen habe. Das sind so die. Machen wir es mal so, um es zu können. Ja. Auch sehr schön. Auch dieses hier mit diesem Bordeaux-Rot. Oder auch dieses Grün und das Orange. Also, das sind schon. Die sind schon schick. Für meine Takes und Lesezeichen ideal. So, und dann haben wir noch Papier. Und einmal dieses Stoff, selbstklebende Stoffbogen in diesen Farben hier.
habe ich auch einmal mitgenommen. Okay, jetzt kommen die Blöcke. Die habe ich jeweils zweimal genommen. Erstens waren ganz, ganz viele da und zweitens benutze ich gerne die kleinen Blöcke. Die ganz kleineren, die kommen auch noch, aber erstmal diese hier. Über den habe ich mich mega, mega gefreut. Das ist dieser Herbst mit Glitzer. Ich muss die mal wieder so rumdrehen. Den finde ich einfach so schön. Und auch einseitig bedruckt. Und der Herbst kommt ja wieder. Und ich möchte nicht jeden Monat zum Action fahren. Das muss nicht sein. Lieber nutze ich die Zeit zum Basteln und zum Ausprobieren. Aber wenn ich das sehe für Herbst, mega schön, oder? Toll. Ja, und den habe ich halt zweimal. Und da freue ich mich dann drauf, im Herbst die auszuprobieren. Das sieht etwas blumiger aus. Ich drehe den wieder um, dass ihr es besser sehen könnt, weil das Licht eher von da kommt. So. Das Blumige. Das ist immer einer mit Glitzer, einer mit Metallic und einer, glaube ich, normal. Nee, das ist ein bisschen glitzerig. Und das ist jetzt mit ein bisschen Metallic-Optik dazu. Ja. Ja, das waren die beiden. Dann Papier ist echt schwer. Ja, das sind so absolut meine Lieblinge, also Farben, die ich total gerne mag. Und ja, zeige ich euch auch nochmal. Die Federn. Ja. Und auch hier immer einmal Metallic und dann einmal mit Glitzer. Das Muster finde ich total schön. Nachher im Sommer, das ist auch so schön. Auch super. Okay. Ja, und dann noch diesen hier. Der ist halt schwarz mit rosa. Und kann man gut kombinieren für alles Mögliche. Auch für ein Album oder so, da kann man dann ja auch wunderbar zum Beispiel mit kleinen Herzchen ja, oder Kaktus und das als Hintergrund und dann, ach, man kann da so viel machen. Auch das kann man wunderbar benutzen. Das finde ich auch total schön. Ja. Ja. Und ja, diesen hier noch. Mache ich auch so rum, das ist besser. Blumig, goldig. Das ist auch so schön. Ja. Ja, das kann man auch wunderbar benutzen, ne? Diesen hier. Das waren die. Baue ich mir hier ein bisschen Schatten, deswegen nehme ich die einmal weg. Und dann habe ich mir noch die kleinen ausgesucht. Die zeige ich euch dann auch. So. Okay, und dann habe ich noch ganz kleine auch noch dabei. Genau, die kommen gleich noch. So. Ja, diese Blöcke, die sind, haben die Maße. Wo stehen die denn? 4x8? Nein. Steht hier gar nicht, ne? Nö. Aber das ist so. Da kann man auch recht viel mit basteln und viel mit machen. Ich zeige das mal so, weil diesen Block liebe ich. Mit Kleeblatt. Das passt zum Frühling, das passt für Happy Birthday, das passt, hab viel Glück. Auch mit Glitzer hier so ab und zu mal einen von den Kleeblättern. Okay, das ist ein bisschen wild, aber im Hintergrund kann man das auch benutzen. Das ist auch super schön. Pusteblumen. Ja. Auch schön. Und den finde ich, das ist ein schöner Hintergrund für jetzt Frühlingszeit. Da suche ich nämlich noch was, weil ich ganz viel Tausch mache. Ich habe mich für 2-3 Tauschprojekte angemeldet und ja, bis Mitte März muss alles fertig sein. Mal schauen. Und dafür kommt das Papier natürlich ideal. Dieses hier, würde ich sagen, ist eher was für Sommer.
Es gibt Sachen, die finde ich auch nicht so schön, aber Ananas, Zitrusbereich hier, das ist ganz schön, finde ich. Das passt auch gut zusammen. Ja, sowas ist ja eher so meine Geschmacksrichtung, so ein bisschen mintig mit Schwarz und Grau und Rosa. Also den finde ich ganz schön, ne, wenn man sich das Papier so anguckt. Ach das, traumhaft. Das kann man so gut verwenden. Und der ist auch ein bisschen pastelliger gehalten. Gucken wir auch nochmal rein. Entschuldigung. Zu guter Letzt haben wir den jetzt noch und dann zeige ich euch die ganz kleinen Blöcke noch. Ja, der ist ein bisschen farbenfroher. Aber guckt euch mal das an, ich zeige euch das mal richtig rum. Das mit einer Karte, so das sind die Luftballons mit ein bisschen Glitzer und sieht aus, als wenn da hunderte von Luftballons sind. Ich sag mal so eine Karte, ne, oder so, Längs- oder Querformat. Und dann da irgendwas davor zum Geburtstag nochmal, finde ich nicht schlecht, doch. Fällt mir. Das ist auch so schön mit so Konfetti und Luftschlangen. Das kann man auch gut für Geburtstage nehmen oder irgendwelche Feiereien. Ja, da kann man auch mal was Nettes mitmachen. Ja, den fand ich auch ganz gut. Okay, so, dann nehmen wir die nochmal weg. Und jetzt haben wir es fast geschafft mit dem Video. Davon habe ich auch immer zwei genommen. Ich zeige euch immer ein. Vintage. Ja. Ich glaube, da kam jetzt 87 Cent. Mein Gott, da kann man nicht viel falsch machen. Und ich habe immer zwei genommen, dass ich einen behalte und einen immer für einen Tausch mit reinpacke. Einen behalten, einen Tausch. Der heißt Party. Der ist wohl ein bisschen farbenfroher. Das ist so schön. Das hatten wir in dem großen, glaube ich, auch drin mit Glitzer. Das kann man auch gut benutzen. Zitrone. Ach, da kann man auch was mitmachen. Wolken. Das ist auch cool. Ne, so Washi-Tape, wie Washi-Tape so. Das ist doch mega. Das gefällt mir auch richtig gut. So. Auch wieder eins zum Tausch und ein behalten. Ja. Ein bisschen blumenlastig. Geschmackssache. Weiß noch nicht, was ich damit anfange, aber diesen hier, den habe ich auch zum Tausch und für mich, den finde ich toll. Das kann man benutzen, das kann man benutzen, das genauso. Okay, aber das wieder, das finde ich auch ganz gut. Boah, so recht bunt, das ist auch cool und das geht auch. Ja, und diese zwei, da weiß ich noch nicht, ob ich einen abgebe. Weil das ist so ein bisschen Hintergrund, also so Himmelhintergrund, Abendstimmung. Auch das ist so schön. Und hier sieht es aus wie eine Galaxie, die man selber gemacht hat. Wenn man da davor ein bisschen Gras oder noch ein bisschen Landschaft macht. Und das so als Abendhimmel, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Das finde ich total schön. Auch nicht schlecht? Vulkanlandschaft, nein. Das ist schön. Genial. Einfach nur genial. Den finde ich auch nicht schlecht, den Hintergrund so, das Papier. Und das ist natürlich auch mega schön. Ja. Das war's. Das waren meine Einkäufe, mein Haul-Video beim Action. Ja, herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich lege hier nochmal ein paar Produkte hin, die ich mir jetzt angelacht habe. Ja, wahnsinnig viel Papier. Ich kann damit bis Weihnachten arbeiten. Und schönen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist halt, ja, im Februar gibt es diese Sachen beim Action zu kaufen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Einkaufen. Macht's gut.